Hallo und willkommen zurück bei Vampir. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, das Spiel so zu nennen. Kann falsch sein, keine Ahnung. So, und zwar, Ja, okay, Entschuldigung. Fehlende Inhaltsstoffe. Entscheide, was du bezüglich Thoreaus Strickland unternehmen willst. Bringe das Medikament zu Thoreau oder melde Thoreau bei Dr. Aykroyd. Ich habe keine Ahnung, was hier besser ist oder was die sinnvollere Variante ist, was wir jetzt hier machen können. Aber er sagt ja selber, das Experiment ist gefährlich. Also eigentlich sollten wir es Dr. Aykroyd melden, weil der mag uns ja eh nicht. Was? It's locked, all right. It's locked, all right. Okay. Alles klar. Entschuldige, mein Freund. Er ist ein unfreundlicher, ungehobelter Typ hier. So, dann suchen wir mal, wo die zwei sind. Das ist ja, wieder falsch. Every Street Corner. Das könnte auch ein Lied werden, was der da vor sich hin redet. So, Dr. Aykroyd. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Aykroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Okay. Jetzt haben wir zumindest den Schlüssel. Thank you for your time. Bringe die Medikamente in das Büro des Doktors. Das machen wir doch direkt. Da müssen wir jetzt hier hoch und das Büro ist ja quasi neben unserem. Hui. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Wie gesagt, das zeigt sich halt immer erst zu spät. Genau, das ist es. Und der Raum sieht von außen viel größer aus, als er von innen, als er von außen vermuten würde. Now that Dr. Aykroyd has been warned, he should make good use of this formula. Okay, erfolgreich. Was ist das denn Geiles? Okay, das sieht ja cool aus. Ach ja. Mr. Goswicks Patientenakte, sehr geil. Brief an Dr. Swansea. It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. Okay, und hier ist nichts weiter, aber da ist eine Kiste und die ist auch versperrt. Hier ist alles zu. Jetzt, wo wir die Briefe haben, müssen wir ein bisschen gucken, was das für welche sind. Wieso ist das nicht hier? Heilen mit Behandlung. Hat der noch Kopfschmerzen? Ich weiß nicht mal, wo der ist. So, warte mal. Brief an Dr. Swansea hatten wir doch. Und wo ist der? Ach. Wo ist denn jetzt der Brief? Ist das ein Sammelobjekt oder bin ich doof? Hä? Hä, was? Ich hab da eh gedrückt. Jetzt hier, Questgegenstände. Ha! Brief an Dr. Swansea. Pembroke Hospital, 14. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, ungeachtet der aktuell stark angespannten gesundheitlichen Lage, muss ich Sie über einen kürzlichen Fall professionellen Fehlverhaltens im Pembroke unterrichten. Schwester Gwyneth Brannigan wurde unstreitbaren, unprofessionellen Verhaltens und deshalb der Gefährdung eines Patienten für schuldig befunden. Oh. Eine Schwester sollte unter keinen Umständen eine Diagnose stellen und Medikamente verordnen, ohne wenigstens den zuständigen Arzt über ihre Schlussfolgerungen zu informieren. Sie kennen mich, Edgar. Ich habe nichts gegen persönliche Initiative. Wenn sie im Interesse aller folgt. Besonders während einer Krise wie dieser. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass eine Schwester eine Diagnose stellt und dann über die Behandlung eines Patienten entscheidet. Das Überleben des besagten Patienten ist kein mildernder Umstand, sondern bedeutet nur, dass wir gerade nochmal davongekommen sind. Ich fordere in dieser Angelegenheit äußerste Strenge. Okay? Ist das ein Hinweis für irgendwas?
Mr. Goswicks Patientenakte. Anmerkung, der Patient zeigt mehrere Anzeichen äußerster Erschöpfung und mehrere Wunden in Rachen, Mund und an der Zunge, aber keine Anzeichen für die Grippe. Weigert sich zu reden, behauptet, es sei zu schmerzhaft. Benötigt Ruhe und die Schleimhäute im Rachen müssen erst verheilen, bevor entschieden werden kann, wann er entlassen wird. Okay. Eine Liste von Strickland, okay. Haben wir das schon gelesen? Okay, lieber Edgar, diese Nachricht ist nicht für dich als den Leiter des Pembroke Hospital, sondern dich als meinen alten Freund gerichtet. Seit unserem Gespräch vor 2 Tagen über die Beförderung des geschätzten Waverly Aykroyd zum neuen Chefchirurgen von Pembroke habe ich beschlossen, dass dies nicht im besten Interesse der Einrichtung ist. Bitte missverstehe mich nicht, ich bin überzeugt, dass Aykroyd ein sehr kompetenter Arzt ist. Zugegebenermaßen verdient er diese Beförderung auch, jedoch nicht zu diesem Zeitpunkt. Nicht solange wir täglich kämpfen müssen, um die Epidemie in Schach zu halten. Zurzeit brauchen wir klare hierarchische Strukturen und müssen die verletzten Eitelkeiten vermeiden, die eine solche Beförderung mit sich bringt. Wir brauchen eine gehorsame und engagierte Belegschaft. Außerdem möchte ich erwähnen, dass es für ihn ein guter Charaktertest ist. Manchmal denke ich, Dr. Aykroyd ist ein wenig zu stolz. Ein wenig zu begierig darauf, befördert zu werden. Nach der Ablehnung könnte man gut einschätzen, wie er mit Enttäuschung umgeht. Du wolltest meine Meinung und hier hast du sie. Ich bin bereit, diese Punkte direkt mit unserem Kollegen zu besprechen, wenn er gerne meine Meinung zu diesem Sachverhalt hören möchte. Dr. Tippett. Hallo? Zurück? Okay, dann eben nicht mit Rechtsklick. Totenschein. Samuel Connor. Schlüssel zur Leichenhalle. Blutiges Tagebuch. Achso, das ist das. Ja, das hatten wir direkt am Anfang. Oh, neuer Hinweis über... Sehr gut, sehr gut. Oh, mehr Background. Es tut mir leid, dass wir... Okay, also ich muss definitiv diese ganzen Briefe hier mal angucken, wenigstens. Wir reden zuerst mit Milton Goswick. Mortimer Goswick. Jetzt verhaue ich hier die Leute schon. Das ist schön, das ist schön, das muss sein. Es tut mir echt leid, dass ich hier mit meinem Nacken rummache. Aber dieser Stuhl ist doch nicht bequem auf Dauer. So, Morty. Mach mal Tür auf hier. In the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Doctor. How is my son doing? Haben wir irgendwas zu ihr? Nee. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's okay. Not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Okay. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Ja, das wäre doof. Das wollen wir ja auch nicht. Dann haben wir aber tatsächlich alles, was wir bei ihr machen konnten. Goodbye, Mrs. Goswick. Yay! Immerhin das. So, Morty. How are you? I'm okay. Ich kann dich beklagen. Das Leben, ich bin des Lebens müde. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. Genau. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. Ja, komm. There's plenty of patients here who need their attention. Frag mal nochmal. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'd rather not talk at all, Doctor. Me, me, me. Pussy. So, schade. Da fehlt uns noch ein Hinweis zu Morty. Now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time with me. Ach komm, hab dich doch mal nicht so, Junge. Kann nicht so schwer sein. Das ist Strickland, das ist Aykroyd. Wir haben ja hier einen Hinweis zu ihm. I'm quite busy. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverly? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you.
A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. Okay. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Das ist zumindest eine gute Einstellung. Oh. Neuer Hinweis zu Aykroyd? Schon wieder? Okay, trotz ihrer Rivalität macht Waverly nicht von den Vorschriften Gebrauch, um Thoreau Strickland zu diskreditieren. Krasser Scheiß. Achso, wir haben hier noch zu Morty. Aber der will ja sterben. Ah, hier, das ärgert mich. Was haben wir zu ihm noch? Milton beutet einige der Patienten aus. Ja, das wussten wir. Haben wir zu ihm noch was? Nein. Gwyneth stand unter Verdacht, ihre professionellen Pflichten zu vernachlässigen. Ne, die haben wir alle. Clay Cox ist ja leider tot. Aber Pippa, da geht noch einiges. Thank you for your... Ah ne, warte mal, ich wollte ihm noch persönliche Fragen. Ich wollte nochmal rein... Ah ne, egal. Wir reden jetzt noch mit Dr. Strickland. Mal sehen, was sich da ergibt. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdiges Bild, aber ja. Ach, machen wir einfach. Did you know Dr. Aykroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. Manchmal klickt's nicht so, wie ich das will. Das ist ein bisschen strange, muss ich sagen. Schreit wieder jemand? So, wir reden mal noch mit der Schwester, die hier draußen rumhammelt. Irgendwo rennt da hier so eine Schwester rum. Und das ist Ravi Shanikakagi. Wir gehen mal hier links. Na, na. Ach, eine schöne Musik. Immer noch. In mein Zimmer will ich jetzt nicht. Achso, da steht ja auch bloß, dass wir es bereits wissen. Grippe. Das, okay, das ist ein Fake-Paket. Hallo, Nurse Brannigan. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. So. Ich hab da so einen Hinweis, Mutti. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. Mm. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Falsche Zeit, falscher Ort. Sie haben meine Unterstützung. Oh. Aber wir sind ja für Sie. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK medical register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin or wealth. That's all I'm saying. Okay, zumindest habe ich keinen Hinweis verbockt. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. So, wir reden nochmal. Wo ist denn der Arzt jetzt hier, der alte Mann? Da hinten. Wir hauen ihn nochmal an. Tippets. Good evening, Dr. Tippets. Da weiß er bestimmt auch was. Dr. Reed, any good news to share? Ach. Oh, da. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Nurse Brannigan! Der brüllt die übelst an, ey. What you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. Bullshit, sehr schön. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and das who ist cannot. Gut.
sehr, sehr, sehr futuristische Einstellung. Finde ich sehr angenehm von ihm. Goodbye, Dr. Tibbetts. Okay, bringt uns das... Ach, wir wollten ja mit Milton Hooks reden. Milton, moin. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. So, mein Guter, Sie erpressen Patienten und Tressa Pippa ist Ihre Komplizin. Oh. Tell me why you're extorting money from some of the patients. Das wird ja interessant. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Ja, war ja klar. War ja klar. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Okay. Ein Hinweis fehlt uns noch. Achso, kann ich hier seine Schrotze haben? Wise choice, Dr. Reed. Miltons Schrotflinte, die ist schon ziemlich krass. 315. Ach. Wir lassen das erstmal. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich noch bekomme. Das schlau ist. Harriet rastet immer noch aus. Die hauen wir da nochmal an. Aber erstmal will ich Nurse Hawkins. Pippa, wo bist du? Da vorne. So, Kleine. Dann erzähl mal, was hast du denn hier zu sagen? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. So, meine Kleine, jetzt gibt's aber auf den Deckel hier. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Useless life? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead. Or will be soon. Don't you see the futility of this? Oh, das ist geil. Die hat ja richtig Bock auf ihren Job. Die hat richtig Bock auf ihren Job. Wer sind sie wirklich? How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient or when you grant him useless medication? Hm. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Junge Dame, so richtig sympathisch bist du gerade nicht. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay. Wen wollte ich jetzt noch ansprechen? Ach ja, Harriet will ich nochmal anhauen. Die noch was weiß. Ob sie noch was weiß, die gute Harriet. Weiß gut ist ein bisschen übertrieben. Die ist in dem Trakt Teil. Ey, warte mal, dich hau ich auch nochmal an. Vielleicht weißt du noch was Neues. Ja, ja, du brauchst Blut. Ah, scheiße. I'll leave you. To your nocturnal, bla bla bla. Lololol. I'm in pain. I need my medication. Schade. So, mal sehen, ob Mr. Thomas Elwood noch was weiß. Good evening. Goodbye. Ich lese mal kurz. Ich hab doch hier diese ganzen. Es schließt sich mir nicht. Dr. Strickens Liste, Brief der Wetwood Boys. Ich glaube, ich habe in Whitechapel jemanden gefunden, den wir für die Boys gebrauchen könnten. Sein Name ist Albie. Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Er sollte Medikamente für den Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen und hat schnell und zufriedenstellend geliefert. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ihm verkünden, dass er nur ein Wetwood Boy ist. Okay, das hatten wir schon. Gutschein. Nachricht an Dr. Swansea. Das hatten wir auch.
Warnender Brief. Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meine starken Zweifel bezüglich Dr. Thurlow Strickland in dem Fall von Harvey Fiddick. Okay, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ich kümmere mich um Provisor, sobald sie eröffnet ist. Das hatten wir auch schon. Meine Lieben, das ist von Harvey. Totenschein. Samuel Connor. Dr. Tippetts. Wir müssen das nochmal durchlesen, zumindest. Das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer. Oh, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Das wissen wir doch schon. Those two have hidden their affections well. Okay. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisungen, das hatten wir auch. Econ. Achso, das ist die Vampirgeschichte. Ein langer Brief. Hallo Schwesterchen. Hier in Brumm ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da. Wir gucken erstmal. Pippa Hawkins. Dogpatrouille. Mehrere Tote bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Finde das Biest. Schaltet es aus und zwar schnell. Okay. Haben wir einen neuen Hinweis gekriegt? They're a company of professional vampires. I've wasted too much energy for so little result. So, da haben wir den letzten Hinweis wahrscheinlich. Oh. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Okay. Sie sollten stolz auf ihre Leistung sein, auf jeden Fall. Be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right, but at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Neuer Hinweis, sie wollen sich nützlicher fühlen. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Ja. Hm. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. Okay. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. Oh, das kann sein. I disagree. Okay. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith okay. has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Das sehe ich ein bisschen anders, aber ja. Goodbye. Okay. Wir haben ein paar EP gekriegt dafür. Ist hier noch irgendwas, was wir lesen sollten? Ich würde gerne über die Thelma hier alles rausfinden.